Am Freitag, dem 15. November, startete in Dülmen der Dülmener Winter 2024. Zur Eröffnung hatten sich wieder zahlreiche Besucher eingefunden, um sich die Eröffnungsshow auf dem Eis anzuschauen. Moderator Philipp Böckmann von Radio Kippenkerl begrüßte dazu die Organisatoren von Dülmen Marketing und die Sponsoren. Was erwartet uns heute Abend? Ja, bei einem Eisgarten ist es ein Eis in 50 Eiskunstläuferinnen. Seit 3 Jahren ist in Dülmen die Eisfläche überdacht. Dadurch können weitestgehend alle Veranstaltungen planmäßig durchgeführt werden. Denn 52 Tage lang steht die Eisfläche Kindern und Jugendlichen sowie Erwachsenen zur Verfügung. Ein Mammutprogramm, weiß Tim Weyer. Ja, heute am ersten der 52 Tage starten wir traditionell mit Anders Kids on Ice. Wir haben dann mit Nadine Seyrek und der Tanzschule Herzog danach noch ein Folgeprogramm. So dass es ein bisschen länger geht als in den letzten Jahren. Ja, und dann geht es 52 Tage relativ wild her in der Innenstadt. Wir haben vor 2 Jahren in der Energiekrise angefangen mit einem Schützenfestzelt. Da haben wir unsere ersten Erfahrungen gesammelt und haben dann aber festgestellt, dass das richtig gut funktioniert. Wir sind halt wetterunabhängig. Und haben dann im letzten Jahr zusammen mit dem Zeltverleiher Fimpler zusammen ein neues Zelt gekauft, ein transparentes Zelt, eins mit einer höheren Traufe, so dass das auch optisch sicherlich schöner ist, als wenn man jetzt ein geschlossenes Schützenfestzelt über die Eisbahn setzt. Bürgermeister Hövekamp freute sich über das große Interesse am Dülmener Winter. Dann der Countdown zum Start. Als erster Höhepunkt auf der Eisbahn präsentierte Anja Reichelt ihr neues Showprogramm mit Anjas Kids on Ice. Und alles fließt im Fluss der Zeit und wir vertrauen seinem Lauf. Es fühlt sich nach Frieden an. Ich spüre es tief in mir. Wir sind unterwegs ein Leben lang, um ihren Trost in uns zu spüren. Eine tolle und farbenprächtige Show begeisterte die Zuschauer. Neu war, dass ich eine richtige Geschichte erzählt habe als Märchentante und dass ich einfach ein wundervolles Publikum, das ist nicht neu, hier hatte. Die Stimmung war toll. Meine Kinder waren wieder klasse und ich bin einfach nur rundum zufrieden. Wir trainieren tatsächlich ab Sommer, also nach den Sommerferien geht's los. Ich arbeite viel früher an dem Stück, aber unsere Schüler arbeiten nach den Sommerferien daran. Wir haben einmal die Woche Training, also wir haben circa 200 Schüler und die Hauptshowgruppen, die Älteren, trainieren auch manchmal 2- und 3-mal in der Woche. Auch von der Rodelhütte und den Glühweinständen wurde die Show mit Interesse verfolgt. Außerhalb von Sonderveranstaltungen steht die Eisfläche ab sofort allen Eislaufbegeisterten zur Verfügung. Schlittschuhe können ausgeliehen werden. Wir haben ungefähr 60 Paar Schlittschuhe und die können wir halt immer ausleihen. Also wir sind von Dülmen Marketing hier und wir haben mehrere Schichten am Tag. Tja. Schichtpläne alle 4 Stunden, alle 5 Stunden wird dann abgewechselt. Nach der Eisshow präsentierten Tanzpaare von der Tanzschule Herzog ihr Können auf der Eisfläche. Auch in den kommenden Tagen sollten Besucher den Veranstaltungskalender im Auge behalten, denn es gibt fast täglich neue Veranstaltungshighlights.